So, ich bin's mal wieder, wir spielen weiter Sonic und ich habe diesmal eine kleine Quasselstrippe dabei, die unbedingt Gastkommentator sein wollte. Stell dich vor, Junge! Ne. Ja, ja. Du auch nicht. Weil ich bei dir dreimal anstehen musste. Wie kommst du auf den bescheuerten Namen Otto? Klang besser als Guido. So, ja, bist auf jeden du... Fall. Hier ist Splitter 735. Na also, braves Kind. Ja. Dann wollen wir mal loslegen. Mhm. Ja. Der wirklich Verlierer muss unbedingt beim Sonic dabei sein. Ja, hey. Kann ich denn was dafür, dass du immer auf, in diesen Momenten auf solche Ideen kommst? Ja. Du hast ja dein neues Projekt noch nicht starten, oder? Ja, das kann ich ja nicht starten im Gastkommentator, weil er den Ingame-Sound mit aufnimmt. Oh, du hast ein kleines blaues Alien gefunden. Geil, ich habe ein Viagra-Robo gefunden. Juhu! Komm schon, du scheiß Viagra-Igel, spring! Jetzt im kalten Wasser wirkt das ja Zähne. Ja, wieso? Oder willst du das wissen? Kaltes Wasser? Oh, meine Fresse. Liegt das in meinem PC oder leckt das ein bisschen? Das liegt wahrscheinlich an der Übertragung. Jo, denke ich mal. Jetzt geht er schon hoch. Nazi-Flugzeug zerstört. Flugzeug. Du meinst diesen komischen Hai. Ja, Vorversion ist dazu ein lila, oder? Nazi-Flugzeug gebunden. Ach, du meinst den mit der Gardinenstange. Ja. Also ich bleib dabei, das sieht aus wie eine Gardinenstange. Über Overspeed Boost. Jö, leckt mich, ich bin zu klug für euch. Naja. Ich bin zu klug. K-L-U-K. Nein, halt, halt. Das meinte ich so nicht. Ja, ja. Jetzt ist zu spät. La-l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 a. Ja, vielleicht schlauer, wenn du das Speedteil genommen hättest am Anfang. So. Speicher. Ich hasse diese Schlumpfofanten. Ja, mal Trödokopter habe ich die genannt. Mir bleibt jetzt der Bildschirm bei dir stehen. Komisch. Tja, dein Laptop ist eben schwul. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Oh. Ich mach mal Fenster. Ich mach mal YouTube-Fenster zu. So, geht's. Schwebende Plattform. Welcher Depp hat sich das ausgedacht? Sind wir hier bei Mega Man? Ja, das finde ich auch schlimm. Also habe ich jetzt schon bei ein paar Videos bemängelt. Also ich frage mich, welcher Depp sich das ausdenkt. Meine, wahrscheinlich der kleine Rumkugel da. Ja, also ich meine, das ist ein High-Speed-Game. Und dann wird man mit so einem Dreck ausgebremst. Da können sie dir ja besser Gleichminen in den Weg legen. Ja, das wäre mir wahrscheinlich noch lieber. Nein, sie geben mir wahrscheinlich rasch. Oh Gott. Das wäre doch mal was Geiles. Das wäre ja furchtbar. Wieso denn? Ja, Rush ist erstmal nur eine Sprungfeder. Dann kriegst du irgendwo gegen eine Decke, gegen Stacheln. Ja, und weiter. Dann kommt irgendwie so ein neuer Robocar. Oh, Sonic kann über Wasser laufen, er ist Jesus. Genau. Hey, scheiße, durchgekommen. Ah. Das ist ja mal geil. Ich hab nicht mal gewusst, wo ich hin muss. Das tue ich auch nicht. So, jetzt können wir gleich Eggie in die Eier treten. Yay! Yeah! Guck mal, was er diesmal ist. Also, ich sag, er ist diesmal eine Rakete oder so. Naja, also beim Wasserlevel behaupte ich mal, er ist irgendwie ein Wassertier. Oder ich sag, er ist ein U-Boot. Also müsste ich jetzt raten, würde ich sagen, Hai oder Schildkröte, Frosch, irgendwas in der Richtung. Also ich bleib bei U-Boot. Okay. Dann bleib ich bei meinen drei Tieren. Oh, hi Eggie. So Eggie, aufs Maul. Jo. Ein Frosch.
verdammt. Ein Frosch, okay, ich glaube, ich weiß sogar, wie man den besiegen könnte. Wenn der da eh mittendrin huckt. Bestens so? Tatsache. Tatsache! Geil! Und hängt jetzt schon wieder. Das ist halt wäre mein auch so ein Boss, der die ganze Zeit durch bei Dr. Way los muss. Dann eben die Besiegen von uns. In mehreren Teilen. Ja. Ja, ich glaube, in der letzten Projekt fand der Mega Man 8. Oder 7. Doch, ich glaube, da hast du recht. Ach, ja, natürlich habe ich recht. Der ist ja so scheiße einfach. Ja. Weil das ja immer diesen kleinen Roboter dabei haben muss. Ja, ich frage mich auch, für was er ML dabei hat. Oh, 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 oh. Ah! Er macht. Das ist ja Mega Man. Er macht ein bisschen schwieriger. Böse. Ui! Er hat mich platt gemacht. Hey! Das ist keine Überraschung. Au! Eggie hat's drauf. Er ist voll der Checker. Komm schon, Eggie. Zeig mir, was du kannst. Nicht. Der kleine Kindergarten-Gangster. Hä? Jetzt hör mal auf, ich hab dich doch gar nicht berührt. Klein Eggie muss cheaten. Ja. Sonst verhaut ihn seine Mama. Eggie hat keine Freunde. Deswegen muss er sich mit. Deswegen muss er sich mit einem Tier anlegen. Ja, Tails ist zu was Nütze. Endlich mal. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ha! Ja, natürlich, ich slide weg und rutsche dann nach hinten weg, oder wie? Ich sag doch, nimm lieber einen Knuckles, der ist doch viel besser. Der bringt mir aber einen Scheiß. Wieso? Weil Tails noch eine Air-Strike-Attacke hat, während ich slide. Weil ich finde irgendwie die Attacke komisch, wo du auf den Flieg da die Team-Attack. Ja, irgendwie auf, würdest du also so einen Teppich sitzen. Ich frag mich das wieso. Knuckles kann fliegen. Wieso kann Knuckles fliegen? Hey! Ich glaub, der ist ein Flugerchenchen oder so. Nee, der ist ein Enchian. An was? Das ist so eine australische Igelart. Ich glaube, das ist einfach nur ein Freak. Er ist Superman. Warum müssen eigentlich alle Turnschuhe anhaben? Ja, das ist Schleichwerbung für Nike. Das hab ich auch gerade gedacht. Oder Adidas. Ja, das kann auch sein. Warum die weißen Handschuhe? Naja, wenn man bei den Leuten einbricht. Das würde ja nicht aufhören, wenn ein blauer Igel durch deine Wohnung rast. Doch, wieso denn? Wenn über dein Goldfischwasser läuft. Dann würdest du weinen. Jetzt hast du es mit diesem Jesus-Ticker. Ich hasse dich, Eggie. Ich hasse ihn auch. Ich habe ihn zuerst gehasst. Ja. Das gebe ich zu, du. Wieso, was hält denn der Kerl eigentlich noch alles aus? Der sitzt doch da in seinem Panzerglas, in seinem Bunker. Ja, natürlich. Jetzt springe ich schon hoch und trotzdem erwischt mich die Druckwelle. Das ist ja so eine üble Cheater-Kiste. Ja. Der soll mal selbst rauskommen und kämpfen. Ja, das wäre ja mal ein Anblick. Eggie kämpft. Was soll er machen? Walzer-Attacke? Jetzt kommst du wieder mit deinem Pokémon. Ja, halt mal. Der könnte doch praktisch als Relaxe durchgehen. Ja. Oh, Eggie wird schneller wie originell. Kann ich einfach eine Atombombe auf dich werfen, wenn gut ist? Das habe ich mir auch schon lange gefragt. Alle Bosse im Spiel, in allen Spielen sind dumm. Was ich mich ja vor allem frage, Eggie weiß ganz genau, dass er der absolute Loser-Depp ist und ständig gegen ihn verliert. Warum schicke ich dann nicht gleich einen Roboter vor? Weil Eggie keine Freunde hat. Der baut sich seine Freunde. Hey, es hat Peng gemacht. Ich glaube, Eggie hat genau denselben Computer wie ich.